unterbrechen das laufende Programm für eine Eilmeldung, die uns soeben aus Rikers End erreicht hat. Es ist ein nuklearer Marschkörper 300 Kilometer nördlich von Rikers End explodiert. Es ist im Moment noch unklar, wer diesen Angriff befohlen hat. Im Umkreis von 200 Kilometern vom Epizentrum besteht kein Kontakt mehr. Der Katastrophenschutz meldet, dass der Vorlaut in nördliche Richtung abzieht. Folgen Sie den Anweisungen des Katastrophenschutzes. Bleiben Sie in Ihren Häusern. Sollten Sie einen Keller haben, begeben Sie sich dorthin und warten dort auf Hilfe. Schalten Sie Ihre Radios ein, wir halten Sie auf dem Laufenden. Soeben erreicht uns eine Videonachricht aus Rikers End. Leider ist die Qualität nicht optimal. Gudi, Verbindung steht. Ja, wunderbar. Hallo, wir kommen in Rikers End. Keine Ahnung, wie lange dieses Ding hier noch funktionieren wird, aber ich muss schnell handeln. Wir haben uns vor der Druckwelle in den Keller geflüchtet. Davor gab es einen richtig großen hellen Blitz. Wir haben keine Ahnung, was da oben wirklich passiert ist. Ein Wissenschaftler war vorher noch da und meinte, dass der nukleare Fallout wohl nach Norden zieht. Hier ist es demnach also nicht verstrahlt und sicher. Wir brauchen eure Hilfe. Wir haben Munition, wir haben Ausrüstung, wir haben Waffen da. Aber wir brauchen Leute. Alle Airsoftler im ganzen Land. Kommt und helft uns. Die Nachrichten sagen euch nicht die Wahrheit. Wir brauchen euch hier und bitte kommt schnell. Okay, sende es gleich an die Nachrichtenanstalt. Eine weitere Meldung trifft gerade ein. Südlich dieser Linie wurden aktuell keine Strahlungswerte gemessen. Die Regierung versichert, es besteht zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung.